Hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Kastenwagen. Habt ihr euch schon mal überlegt, welche Alternativen es für eure Chemietoilette auf dem Kastenwagen geben könnte? Da habe ich eine ganz besondere und clevere Lösung für euch. Bleibt dran, nach dem Intro gibt es mehr. Autarkie im Campingbereich ist ja immer ein größer werdendes Thema. Viele bauen sich Solar aufs Dach oder haben mobile Solartaschen, bauen ihre AGM-Batterien gegen Lithium-Ionen-Batterien um, beziehungsweise Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Aber wenn wir ehrlich sind, das größte Problem ist immer die Toilette. Die muss man nach etwa 2 bis 3 Tagen ausleeren, je nachdem, wie viel man natürlich auf der Toilette war. Und das kann man natürlich nur machen an dafür vorgesehenen Orten. Ich möchte demnächst nach Schweden reisen und habe mir dann die Frage gestellt, ja, wenn du ein bisschen autark stehen möchtest, in Schweden darf man ja an einigen Stellen frei stehen, habe ich genau dieses Problem, dass ich immer nach 2 bis 3 Tagen mir irgendwo eine Entleerungsstation suchen muss. Finde ich blöd. Und da habe ich mir eine Alternative gesucht und wichtig für mich war, dass ich nicht mein ganzes Auto umbauen muss. Das heißt, keine Trenntoilette, die ich komplett da reinmachen muss. Das heißt, meine alte Chemietoilette ersetzen muss. Das wollte ich alles nicht, weil das ist mir zu kompliziert. Das sind bauliche Maßnahmen am Auto, das möchte ich alles nicht. Und genau da kam mir ein Erfinder vom Bodensee in die Quere. Und der hat genau das Produkt, was ich total gut finde. Und zwar besteht das genau aus 2 Teilen. Simpel, das Schöne ist, es ist überall entsorgbar und man kann es in jede Toilette reinmachen. Es besteht aus einem Ring, der in die Toilette adaptiert wird und diesem Eimerchen. Und klar, hier vorne ist Platz, da geht das kleine Geschäftchen lang und hier hinten, das ist für die Feststoffe, quasi fürs große Geschäft und für das Toilettenpapier. Und dann gibt es verschiedene Arten von Beuteln, die im Angebot sind. Genaue Sachen, die im Shop dann zu finden sind. Auch die Infos und den Shop, den verlinke ich euch einfach unten in der Videobeschreibung. Guckt einfach selbst nach, weil das alles zu erklären, was es für Tüten gibt, in welchen Stärken und sowas, das führt einfach zu weit. Um jetzt natürlich hier nicht in das Eimerchen zu machen, und um es besser zu entsorgen, nehmen wir uns einfach hier eine Tüte, machen die um den Eimer drum, zack, und sind quasi bereit, um zum großen Geschäft überzugehen. Und wie das genau eingesetzt wird und wie das dann aussieht, fertig in der Toilette, das zeige ich euch jetzt. So, nun sind wir am Ort des Geschehens, wo wir wahrscheinlich unser Geschäftchen verrichten werden. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das eingesetzt wird, denn es ist einfach simpel und wirklich easy für jedermann zu tun. Wir machen die Toilette auf, und zwar komplett, nehmen den Eimer raus. Der Adapterring wird eingesetzt, Eimerchen rein, die Klobrille wieder runter. Und wir sind quasi schon fertig für das große Geschäft. Ich habe mir jetzt mal was Schweres hier genommen, um euch das mal zu simulieren. Es ist wirklich total simpel. Geschäftchen machen, zack. Wie ihr hier vorne auch seht, es ist wirklich noch genug Platz für das Urin, was einfach dann in den Chemietank geht, der aber dann zum Glück ohne Chemie ist. Dann nehmen wir den Beutel hier raus, Eimerchen wieder rein, haben die Tüte, machen einen Knoten rein, alles sicher verstaut und jetzt können wir es im Restmüll entsorgen. Eine einfache, simple Sache und ja, ihr habt recht, einige von euch werden bestimmt denken, das riecht doch, wie es bei Hundebeuteln auch der Fall ist. Ja, das riecht, wenn ihr diese Tüten nehmt, aber die könnt ihr ja auch vor dem Auto parken und dann entsorgen, wenn ihr wieder einen Restmüll habt. Alternative dazu hat sich der Erfinder von Flexaport einfallen lassen und die zeige ich euch jetzt. Eben hatten wir ja diesen Beutel und der eignet sich dafür, dass wir quasi unser Geschäftchen reinmachen, es
verknoten und direkt vor die Tür legen, weil das sind die einfachen Tüten. Jetzt habe ich euch ja gesagt, es gibt eine Alternative. Und zwar habt ihr eben schon gesehen, es gibt verschiedene Tüten. Und hier, wenn ihr mal probiert durchzuschauen, die sind recht blickdicht und vor allem auch geruchsdicht. Ich habe jetzt so eine Tüte schon mal unten reingemacht und wir legen unser künstliches Geschäftchen, pops, mal wieder da rein. Und jetzt gibt es eine tolle neue Erfindung. Wir machen den Beutel raus, stellen ihn ab. Und man merkt auch schon, der Beutel ist deutlich fester. So. Um das jetzt ordentlich zu verschließen, können wir es nicht mehr verknoten, weil die ist so fest. Und da brauchen wir ein Hilfsmittel. Und zwar gibt es hier ein mobiles Verschweißgerät. Und das ist wirklich eine tolle Erfindung. Man kennt es ja von anderen Trockentrenntoiletten, dass da auch verschweißt wird. Und wir probieren das Ganze jetzt mal aus. Man soll das Gerät anmachen auf Stufe 3. Das sieht man hier sehr gut an den LEDs. Wir falten es ein Drittel auf der Seite, ein Drittel auf der Seite und dann soll man das hier drumherum machen. Fest zudrücken und bis es auf grün geht. Mal schauen, ob das jetzt geklappt hat. Wow, ihr seht die Schweißnaht. Und da geht nichts mehr raus. Tüte ist verschweißt, damit geruchsdicht. Was eine tolle Geschichte, oder? Das ist doch mal eine Erfindung, finde ich klasse. Somit kann man die Tüte nämlich auch jetzt im Innenraum lagern und ist nicht unbedingt jetzt darauf angewiesen, es immer vor die Tür zu legen. Perfekt. Wie ihr gesehen habt, hat sich Flexaport da richtig was Simples und Gutes einfallen lassen. Für mich perfekt. Ich freue mich jetzt richtig auf meinen Schwedentrip, weil das ist dann eine Sorge für mich weniger. Das große Geschäft ist jetzt quasi gut verstaut und kann überall entsorgt werden. Für mich definitiv ganz klarer Daumen nach oben. Übrigens Daumen nach oben, wenn euch dieses Produkt und auch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, gerne auf die Glocke drücken, um ihn zu abonnieren und kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch alles Gute. Vielleicht habt ihr ja demnächst auch Spaß damit und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos.